Also gibt es hier in dem Bereich aktuell nur zwei Level 4 Schlösser noch und ansonsten unser Questziel unten, dass wir auch wieder raus können. Ja, nett. Der Bereich gefällt mir. Der ist nicht gruselig. Da weiß man, was auf einen zukommt. Die Gegner sind fair. Vor allem der eine Typ, der einen nicht angreift. Die anderen, die auch entspannt sterben. Dann kommen wir jetzt wahrscheinlich zum unangenehmen Teil. Warum sind die Dinger manchmal so laut? Ah, hier ist Antigravitation. Okay. Mikrogravitation entdeckt. So, Herstellung. Da ist ein fucking Nest. Ich lieb's. Ja, ich kann ungefähr sehen, wo das Laufwerk ist, aber da sind Nester, ne? Kann man. Die so ungefähr. Ja, dann machen wir das. Da ist noch eins. Oh je. Ach, da unten ist das Lauf. Oh, scheiße. Dann schnappen wir uns mal die Dinger. Oh, die verfolgen uns. Nicht cool. Oh, scheiße. Let's go, boy. Ah, die verfolgen einen gar nicht so weit. Okay. Die explodieren bald. Da ist ein neuer, da ist ein Weber. Der ist gefährlich. Okay. Oh nein, ich habe Angst. Oh nein. Halt. So, die ist. Oh Gott, schon wieder Angst. Oh nee. Mami. Kann mich. Aber hier kann ich auch was einstellen. Laufwerk A koppeln. Kein Laufwerk gefunden. Okay, blöd. Die Zystoiden, die wuseln jetzt so rum. Da ist noch. Ja. Aber oh, die explodieren auch gar nicht so, ne? Die, manchmal explodieren die, manchmal nicht. Da weiß ich noch nicht, was ich von den Dingern halten soll. Außer, dass die einen plötzlich angreifen. Cool. Wenn man nicht hinguckt. Love it. Also, da wuseln sie jetzt alle miteinander. Plus das da. Ja, sollen sie einfach mal wuseln. Wir sneaken mal außen rum. Der Weber, der ist halt wieder gefährlich. Aber ich habe gelernt. Wir haben einen Nullwellentransmitter. Und. Warte, wir müssen. Wir müssen ja gar nicht am Weber vorbei. Oh, doch. Nicht zwangsweise. Können ihn auch leben lassen. Weber, Leber. Strahlung. Strahlung ist uncool. Drücke zum Platzieren, Lauf. Okay. Wir sneak mal raus. Ich suche hier gar nichts. Also, das Gebiet sieht ja fancy aus und alles, aber. Oh, scheiße. Aber ich bin tatsächlich. Na toll, jetzt versammeln die sich da vorne.
Aber ich werde dieses Gebiet nicht erkunden. Die Fläche, wo man laufen kann, ja. Die Fläche, wo man schwebt, nein. So, wie kriege ich die kleinen Scheißer weg von dem Server? Oder kann ich hier unbesorgt hin? Wird installiert. Ja, Laufwerk installiert. Nice. Gut gemacht. Ich hatte schon Angst, das Festplattenlaufwerk wäre beschädigt. Auf Chief Shows Arbeitsterminal können Sie den Fabrikatorplan herunterladen. Dann stellen wir einen neuen Zündschlüssel her. Und muss ich den jetzt koppeln? Nee, okay. Raus hier! Neue Gegner? Natürlich. Woher kommen die plötzlich? Hallo, kommen Sie wegen eines Termins? Aber es ist nur das Phantom, oder? Oh, er muss scheißen. Das ist unhöflich. Ah. Ja. Oh, es lebt noch. Hallo. Halt, es hat... Ah, Psy-Hypo. Schade, ich dachte schon, das hat, wie heißt das? Ne, ihr wisst schon. Wir können so viel Neuromods machen. Aber, nee. Huch, wo springst du denn hin, Alter? So viel Neuromods, aber... Nein, können wir nicht. Das ist so traurig. Okay, wenn jetzt hier doch die Gegner respawned sind, ich check die Lage. Da müssen wir ja nicht mehr rein. Zwei Neuromods dazu wären halt noch so lit. Ah. Ein Datei. UM-Zündschlüssel. Gib her. Das sind wir. Oh. Jemand hat uns den Saft abgestellt. Hol dir Alex Schlüssel aus dem Arboretorium. Oh, sogar hier. Morgen. Alex hat sie eingesperrt. Ich kann von hier nichts gegen die Verriegelung tun. Aber ich habe versprochen, ihnen zu helfen. Hören Sie zu. Die Datenzentrale besteht aus mehreren Datenspeichermodulen, die von der Station abgeworfen werden können. Das ist ein redundantes Backup-System. Das ist Ihr Weg nach draußen. Wir schmeißen uns raus. Sehen Sie auf meinem Arbeitsterminal nach. Dort ist ein Hilfsprogramm, das einen der Speicher öffnet. Sobald Sie drin sind, suchen Sie nach der manuellen Entriegelung. Dann ist Ihr Arsch im Weltraum, so wie meiner. Wenn es Ihnen gelingt, reinzukommen, schulden Sie mir was. Bringen Sie den Hurensohn um, der Abby wehgetan hat. Sonst suche ich Sie heim. Ja, den Koch. Ja, alles klar, kein Ding. Machen wir. Aber erstmal Mountain Thief verwerten. Das ist viel wichtiger. Haben wir die Waffe noch doppelt? Nee. Immer erst entspannt recyceln. So. Töte den falschen Koch. Ja, aber wo ist der? Neues Programm. Speicher bereits ausgeworfen, entriegelt. Alles klar. Neue Dateien? Nein. Eine neue Mail. Morgen, lies mich. Eins noch. Hast keinen Sauerstoff mehr. Falscher Koch, Implorne Volontär, Luca... Ja. Folgen. Neurobot-Abteilung! Darf nicht davon kommen. Alter, lern mal Deutsch. Ja, aber... Keine Ahnung, was sind jetzt... 5537? Nein. Was ist der Code? 0106? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man den... Wie gibt man das Tracking-Ding ein?
Ja, ich meine, ich habe hier das Ding, aber wie gebe ich das ein? Ja, okay, wir gehen einfach so in die Neuromat-Abteilung. Keine Ahnung. Oder ist hier noch irgendwie ein Questziel führt mich hier hin ans Terminal. Ziele, Flucht. Und das da. 1129. Ah, jetzt. Ja. Aktiviert. Okay, mehr muss ich nicht machen, oder? Gucken wir kurz. Also im Außenbereich. Ja, können wir gleich machen. Töte den falschen Koch, Neuromod. Gartentipps, ja, Arboretorium. Ah, dann kommen wir... Ach, scheiße, dann kommen wir doch nicht zur Brücke. Ja, dann wann anders. Warte, wie wären wir denn rausgekommen, hätten wir nicht Heben 3? Da muss man aber dann kreativ sein. Hey, haben wir Heben 3 gebraucht? Oder kann man das irgendwie wegschlagen? Nein. Ach so. Nee, auch nicht. Hä? Kann man hier irgendwas entriegeln? Nein. Okay. Interessante Sache. Naja, gut. Auf in den Weltraum. Anzug 93%. Das heißt, wir haben Sauerstoffverlust, aber sehr, sehr wenig. Oder wir reparieren den noch schnell. Ja, komm. Also, Ziele machen wir den verärgerten Mitarbeiter einmal. Speichern und raus da. Knopf. Ui, da kann ja alles fliegen. Wie schön. Au. Okay, doch nicht so schön. Doch, du betrittst Außenbereich. Galvanik-Phantome können auch noch gerufene Mimics elektrisch überladen. Wie geil, wie geil. Lecker. Die sind dann immun gegen Elektroschaden, Leute. Wie schön, gebt euch das mal. Mikrogravitation entdeckt. Du bist nicht das, was sie dir sagen. Was hast du wie ein Virus bekämpft. Ja, das sind die Folgen unserer unseres wundervollen Experiments. Ja, wir haben echt unendlich Sauerstoff, das ist geil. Ich glaube, ich habe mich leider schon durch die Steam Achievements, durch die sichtbaren, ja, nicht mal durch die unsichtbaren, durch die sichtbaren gespoilert, was denn so ein Plot-Twist in dem Spiel ist. Was ist auch, ja, ich sag dazu aber nichts. Also, wenn es so ist, wie ich jetzt denke, dann echt geiler Plot-Twist. Schade, dass ich mich gespoilert habe. Und wie komme ich jetzt hier raus? Da müssen wir hin, aber das hier ist doch... Hier geht's zurück. Also... Lass uns raus! Müssen wir nochmal einen Knopf betätigen? Eigentlich ja nicht, oder? Hä? Watch head. Bringt uns das. Ah. Okay, ich dachte, das bringt uns wieder rein. Morgen. Hier Chief Eleazar. Die Luftschleusen der Talos sind versiegelt, aber es gibt da eine Öffnung im Frachtraum. Ich glaube, sie kommen von dort auf die Station zurück.
Was? Rumpf ist versiegelt? Wo ist was versiegelt? Ach, wie scheiße, Alex. Alles zu. Scheiße. Okay, ja, es gibt Rümpfe, es gibt mehrere Ziele. Wir haben ja jetzt genügend Sauerstoff. Alles gut. Rumpfdurchbruch, Besatzungsquartiere. Ja, wo ist die Quest, wo ich hin möchte? Ich habe ja eine Quest im Außenraum. Frachtraum, mehrere Ziele. Mehrere Ziele. Rumpfdurchbruch. Ich glaube, hier waren wir schon mal drin, oder? Das ist nicht der... Nein. Das ist glaub... das Arboretum. Okay. Ey, guck mal, unser Schatten. Wie schön.